So, dann gucken wir mal, ne? Also ich. Wie werde ich Camgirl? Ich werde Camgirl? Ich wusste gar nicht, dass Sata Hugo Camgirl wird, ne? Also. Ich hab nur. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das macht. Das Standbild ist auf jeden Fall schon mal großartig, muss ich einfach mal so sagen. Und los. Ich hab nur offene Getränke an meinem Setup. Mir ist noch. Tut es doch, egal ob jemals schon mal was passiert ist, tut es doch einfach nicht. So, guck mal, also ich rede jetzt mal nur für mich. Ich habe hier vor mir eine 150 Euro Maus und eine 180 Euro Tastatur. So, wenn mich jetzt irgendwas hier rüberkippt und das Zeug geht am Arsch, dann sind über 300 Euro einfach zack weg, nur weil ich meine, ich muss ein Getränk auf meinem Tisch stehen haben. Nie eine umgefallen. Sind die alle zu dumm, ihre Tasse zu halten? Nein! Kaffee über meine Tastatur. Siehst du, das meine ich? Das ist genau das meine ich. Habt ihr nicht irgendwas mit so ein Schränkchen oder so? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Verlegst du nebenberuflich Glasfaser oder was? Oder was ist das im Hintergrund? Ja, wie soll ich sagen? Ja, ist vielleicht nicht so mega aufgeräumt hier. Ich kann euch kurz ein paar Termine durchgeben, alright? Am Freitag. Moment. Jetzt mal ernsthaft. Also, wie viele Kabel sind das da im Hintergrund? Morgen. Dominik kommt rum, Tim kommt rum und Miguel kommt rum. Wir werden diesen Stream hier umbauen. Das hier ist der letzte Stream, der so aussehen wird. Wir beginnen morgen eine neue Ära. Bitte reiß die Schaumstoffpaneele auf der Wand an und klipp sie auf die andere Seite. Das sieht so scheiße aus. Fehlen nur noch drei billige Metal-Poster und wir sind in Rohan seinem Stream. Der von war crazy, Bro. What the fuck? Okay. Bro, großartig. Das ist hart. Ey, das sieht wirklich chillig aus. Ja, komm. Nein. Crazy, bro. What the fuck? Okay. Bro. Also da muss ich wirklich sagen, mit so einer Couch im Hintergrund, das macht es ein bisschen chilliger. Oh, das ist hart. Miki, Junge, wie geht's dir, alter Sau? Alter Kumpane, wie geht's dir? Was macht dein Leben? Dominik, würdest du sagen, du hast ein Stück von deiner Seele verloren in diesem Stream? Ja. Ne, Miki, wir zwei, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Folge wir ein bisschen merken, dass auch die Streamer nach und nach, wie sagt man dazu? So nach und nach merkt man, Streamer verlieren den Verstand. Ist aber normal. Trust me. Verlieren den Verstand. Okay, anscheinend, dass wenn man da die ganze Zeit drauf schaut, fällt man runter. Ich merke noch nichts. Ich weiß, wundert mich nicht mehr bei ihm, aber ich würde mir überlegen, ob ich noch was mit ihm machen würde. Oh nein, nein, bitte sag mir nicht, er hat diesen Hasen gefickt. Im ersten Blick würde man sagen, geht doch voll, aber das ist nur eine Maske. Er hat nämlich ein Kostüm an. Ich sehe ihn jetzt aus. Bitte sag mir nicht, Bro, fick den Hasen, Alter. Das ist seine Fassade. Alter. So ein Elden Ring Boss, Alter. Ist halt echt so, und in der zweiten Phase sieht er dann einfach so aus. Ich wirklich vorstellen, dass er abends Geschlechtsverkehr mit dem Ding hat. Komm her. Du bist die geilste Bibi. What the f***, was ist das hier? Digga, was zum f***, Alter? Kowalski, Junge? Nebenbei, ne? Er ist der Streamer, der gestern bei den Stream Awards die meisten Awards gewonnen hat. Das ist private, oh sorry, sorry. Von der rechten zur linken Seite zu kreisen, dann fühl dich hier ganz frei und mach intuitiv die Bewegung. Puro ist auf dem Rave gerade. Der hat noch eine Pappe genommen. Alter, holy shit. Der fühlt halt. Jawohl, ich darf noch fahren. Koks misst er nämlich nicht. Guten Morgen, die Sonne scheint übers Feld. Ich guck jetzt mal. Ist das eine schöne Natur? Wir gucken hier nur mal. Einfach an der Zapfsäule gepennt oder wie? Geht ja mal gar nicht. Kurz durch, was hier so abgeht in der Twitch-Landschaft. Ich mach das auch privat, ey. Ich find das richtig geil. Retalk. Alter, das ist noch 100% Kinderzimmer. Der sieht aus wie so einer, der mich mit Papa Platte verwechselt. Meinen größten Respekt haben die Leute, die wirklich mit. Wie kann man Tanzverbot mit Papa Platte verwechseln? Stream durchstarten wollen und mit einem Viewer durchgrinden. Das sind Leute, die streamen dann nach ihrem Feierabend, was sowieso dann schon nochmal tausendmal schwieriger ist, weil Twitch ist auch unfair, weil du ordnest natürlich, habe ich auch von viel Zuschauer nach wenig, dann scroll erstmal runter bis auf. Teilweise kannst du es nicht mal mehr umsortieren, habe ich schon festgestellt. Warum, weiß ich nicht, aber es ging eine Zeit lang auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wenn zu viele Leute in einer Kategorie live sind, gibt es diese Funktion nicht mehr.
auf den einen Zuschauer, dann geh mal wirklich in den Stream rein und verfolg ihn mal und gib ihm die Chance. Wollen wir einen Link reinmachen? Grüße von der Eisprinzessin. Sie hat heute ihren 55. Geburtstag. Nein, Chat, wir werden gebottet. Was? Hilfe, Bots! Nein, nur Besuch. Was? Nicht Spot? Nein. Was? Sagen doch nur Hallo. Nichts gebottet? Oh, ich hab meine Alerts ausgemacht. Oh mein Gott. Alter, schrei doch nicht so, Bruder. Wo hat denn sie nicht mehr alle? Ja, warte mal, wir gucken mal weiter. Was ist mit dem hier? Ich hab's immer noch nicht so richtig gerafft, was jetzt da gepfiffen wurde. Es juckt ja nicht. Wer ist denn Rohat, Dicker? Wie was, Dicker? Der Typ, der... Bruder, scheißegal, wer Rohat ist, Alter. Wenn dir einer irgendwie Subs giftet, Alter, dann ist doch geil. So drauf geschissen, Alter. Ich hab 5 Subs gegeben, Mann, Dicker. Ich hab hier 5 Subs gegeben, das juckt ja nicht. Boah, Alter, was ist denn hier passiert? So viele Follows, ihr seid ja die geilsten Schweine. Und Rohat, großartig. Geile Sau, hat 5 Abos an die Community geschickt. Ey, so. Ey. They go down the alley between the taller building. Polizeifunk gefunden. Suche nach dem perfekten. Ey. Hey Baby, bist du auf der Suche nach einer unvergesslichen Nacht? Ich glaube, da war ich sogar live dabei. Großartige Szene. Dann solltest du dich jetzt umgehend bei mir melden. Also irgendwie habe ich langsam aber sicher realisiert, dass Trimax älter wird. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier bald mit einem neuen Rentner zu tun. Ich habe einen neuen Vorschlag für eine weitere neue Tour nach Skandinavien mit Trimax. Ja, eher mit Monte oder was? Boah, der war schön lange Zungen, Digga. Du lach mal schon und Kekse. Alles klar, Monte, ne? Ich will nochmal erwähnen, das ist der meistgefolgteste Kanal Deutschlands. Was bist du der Boss? Bro, es macht doch keinen Sinn. Ich mache jetzt Herzkekse und dann mache ich gleich noch Zitronenkekse. Hast du nicht eine Folge Frank Rosin geschaut? Was soll ich machen? Lammertschuhen und Kekse? Ey, eines Tages auf irgendeinem Event will ich, dass Frank Rosin einfach vor dir steht und dir so ein übertriebenes Ding zieht. Ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen. Aber eigentlich wäre doch voll cool. Machst, keine Ahnung, Döner, ne? Und dann ist Nachtisch halt irgendwelche Kekse. Also, weiß nicht. Wenn die Kekse geil sind, why not? Am 25. Sonntagabend wird es einen Kochstream mit Frank Rosin geben, Alter. Rätsmann habe ich auch mitgenommen, damit ich da nicht komplett alleine stehe mit Frank Rosin. Echt Frank, jetzt lang, stelle dich seinem. Oh, danke. Ob ich es links oder rechts hinpacke? Ich weiß es actually nicht. Actually, I guess, legit, absolutely. Digga, chill, das ist einfach so, redet man als normaler Mensch in meinem. Nein, tut man nicht. Also, okay, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber nein, tut man nicht. Alter. Du kannst nicht mal das Spiel, Alter. Digga, es ist so nervig. Er versucht so doll, Papa Platte zu sein. Halt doch die Fresse, bist du dumm! Wollen wir Papa Plattes Video in klein einblenden und alles genau nachspielen? Actually, legit, I guess. Das ist crazy, Bro. Wichtiger, zum ersten Mal Kebab-Chef Simulator gespielt. Let's Hugo hat Kebab-Chef zur Bibliothek hinzugefügt. Bro, wir haben diesem verf***ten Unternehmen so viel Geld gebracht. Moin, meine Kebabs. Heute ist endlich wieder Dönerstag. Wir haben gerade ausgemacht, dass wichtiger Basti ist und ich Kevin, ja. Ich zieh das durch mit dem Basti-Cosplay. Ich hab HDMI-Kabel. Ich sag mal so viel, Hugo hatte ja, auf jeden Fall eine Schürze so aus Hugo einem Müllbeutel. Hatte das Ganze mit einem HDMI-Kabel stabilisiert um seinen Körper. Oh mein Gott. Das ist gut. Ja, auf die Idee muss aber auch erstmal kommen, ne? Also, ne? Das ist gut, Junge. Wieland, warum hast du 4 Arme? Warte mal, das sieht auch bei mir ganz scheiße aus. Hast dir auch einen geilen Arm gegeben, tatsächlich. Ich meine, er wollte halt einfach produktiver sein, deswegen hat er jetzt 4 Arme. Ne? Wir erstellen uns das selber, Freunde. Hintern muss ich ganz hoch. Der Bauchregler geht gar nicht so weit, wie ich es eigentlich gerne machen würde, ehrlich gesagt. Alter, man kann den Arsch größer machen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und streamen ihren Akt der Selbstliebe live vor tausenden Menschen im Netz. Wie viele Zuschauer habe ich gerade? 375. Hello, Leute. Ich werde Camgirl. Gib mir eine Sekunde, ich muss kurz den Edding holen. Imagine, Alter, wie viele Views da drauf sind, ey. Wundert mich ja nicht, dass die auf Twitch alle noch zusätzlich streamen, ne? Und Werbung machen. Kein Clip machen. Ey, Chat! Ich glaub's nicht, ne? Guckt es euch an. Monte hat mir wieder den Bohrmaschinenkoffer geschickt, Chat. Ich glaube, er hat ein persönliches Problem mit mir, ernst. Ey, ohne Scheiß, ich finde den Koffer auch geil. Also mal, ja, okay, der andere ist natürlich noch ein bisschen besser, ne? Aber das ist doch eigentlich auch voll cool. Ich hab mal wieder den C4 Bohrmaschinenkoffer bekommen. Oh, da kannst du Schraubenzieher und sowas reinmachen. C4-Tasche einfach.
Digga, ich habe in Hugo seiner Story gesehen, dass Hugo einen Koffer bekommen hat. Hugo hat einen Koffer bekommen. Guck mal, er hat den Koffer. Du hast einen Koffer bekommen? Ist das geisteskrank? Ja, und weil ich letztes Mal keinen bekommen habe. Ja, ich doch auch nicht. Monta hat mir diesen Koffer vor einiger Zeit geschenkt. Ich wollte gerade sagen, manche haben schon zwei Koffer bekommen, Alter. Einmal den großen letztes Mal und jetzt den kleineren. Nee, umgekehrt. Erst den kleineren, dann den größeren. Dann hat's gestern geklingelt. Digga, ich dachte, er will mich verarschen. Ey, haltet euch jetzt fest. Ich dachte, der will mich genau verarschen. Was zum Teufel? Aber auf jeden Fall, das, ich habe nicht schlecht geguckt, wo ich das hier gesehen habe. Also es ist jetzt ein komplettes Reiseset. Wenn du jetzt nicht im Stream meckerst, dass wieder nur Koffer, der Bohrmaschinenkoffer war, dann gibt's vielleicht nächstes Mal auch einen Koffer. Mods. VOD löschen. Ja, da hat er Hugo dich aber wieder hops genommen, würde ich behaupten.